auf den Tipp starten. Dennis Frau, wie heißt du, Herr Schmitz? Von Duckling. Von Duckling ist ja, genau. Ha! Da ist er. Da ist er wieder. Vom Autodiebstahl, Jungs. Ich und Herr King würden uns drum kümmern. Ja. So, dann einmal ein Dispatch raussenden für die Dame. Frau Gantagwin. Kann man jemanden markieren? Mach ich. Und Anstand nicht vergessen. Da ist das Auto wieder, steht an der Tankstelle. Da. Da vorne kommt es, können wir machen. Sag dir schon, wo will denn der hin? Schlusscall raus. Also geben bitte. Rechts ranfahren oder wir eröffnen das Feuer. Hat man das gehört? Ja, noch einmal bitte. Anhalten oder eröffne das Feuer. Aussteigen. Hände. Oh. Was wird das? Ja, ich muss doch noch tanken mit dem Auto. Ja, warum klauen Sie ein Auto? Ja, unbekannt. Haben wir den nächsten hier gefunden? Was? Herr Kleber. 01 für die 04, bitte kommen. 01. Der Autodieb ist ein Herr Kleber, der arbeitet im PD. 10-5. Das gestohlene Auto wurde befahren von Herr Kleber. Oh. Dann nehmen Sie den mal fest. 10-4. Was ist heute los? Hey, wenn ihr Jungs Autos beschlagnahmen könnt, ne? Fahrt mal Richtung Hafen, da steht ein Auto von Herrn Trolli und noch diverse andere Autos, die da einfach so mitten auf der Straße stehen, Herrn Doof. Wir fahren mal dahin, wo die anderen sind. Wo sind die denn? Rausgefallen. Wer ist rausgefallen? Ja. Verehrte Kollegen, Sie haben mich verloren. Habe ich ja gesagt. Warum ist er nicht angeschnallt? Ich habe doch gerade gesagt, anschnallen. Herr Schmitz, aussteigen. Einsteigen. Einmal bitte den Herrn Kleber anschnallen. So, sind die doch am FIB da, oder? Ich denke, oder? Wir gucken mal. Der Trolle müsste ja noch dort liegen. Ich sehe niemanden mehr. Wurscht. 01, ja, aktueller 10-6. Und dann fahren wir mal zu dem Medic. Oder sind die beim SG? Weiß ich nicht. Und 01 wird die 14 kommen. Standort? Ich bin gerade vorm PD. 10-4. Ja, bei mir antwortet er. Ja, merkt er schon. Was ist hier los? Thank you.
das nicht der Herr, der vor unseren Kollegen überfahren hat? Hab ich überfahren? Ich bin gerade erst aufgewacht, ich war gerade am Krankenhaus. Oh, die Squad kommt auch wieder. Haben sie den Autodieb stoppen können? Ja, das war sogar ein Kollege. Ah, haben sie ihn gestoppt? Ja. Schöne Arbeit. Jungs. Ich könnte schwören, der Typ hat vor unseren Kollegen gefahren und Jungs, der hat eine 1080 mit. Ich glaube, Fehler gemacht. Was denn? Der Herr Trolli wurde mit diesem Satz von dem Mechaniker bedroht. Er hat gesagt, entweder du lässt mich jetzt frei oder das PD kriegt nie wieder ein Auto getuned. Deswegen wird er, denke ich mal, drauf eingegangen sein. Weil das hat er gerade mit uns auch probiert. Ist es schon zu spät oder können wir noch zurück? Ich glaube, wir müssen ganz schnell zurück. Let's go, 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 go. Was machen wir mit dem Kleber? Kleber raus, dann bleibt ihr stehen. Autodiebstahl im Gange. Wer ist denn da gefangen? Ist das der Herr Kleber? Ja. Oh, nee, ey. Also ich könnte schwören, der Typ, der gerade da war, hat vorher unseren Kollegen überfahren und fährt eine 1080 mit ihm. Das ist doch unser Privatermittler. Herr Schmidt. Dabei. Herr Schmitz. Ja, fahrt mal schnell zu dem, Herr Trolli, ich komm nach, ich komm nach. Du sitzt mit dem Autodiebstahl. Ja, wir müssen gerade Leben retten. 01, bitte um Mitnahme. Stimmt. Was mit dem Kleber, der hier mit uns fährt? Ja, das kommen wir uns dann drüber. Wenn ich bis dahin noch lebe. Ich glaube aber für den Trolley ist schon zu spät. Werden wir gleich sehen. Ah! Mach's Brett auf! Trolli, halt durch! Komm mit! Ich hoffe echt, der ist noch nicht verblutet, ne? Er hat leichten Puls noch, let's go! Er hat seine Tat ja zugegeben, also eigentlich, aber wenn er ihn mit genau diesem Satz bedroht hat, dann habe ich ihn verstanden, da hat er nur im Bohle vom PD gehabt. Ja, müssen wir gucken. Jetzt erstmal zum... Ach, erstmal ganz schnell zum Dings bringen. Ja. Wo ist es? Hat denn der Herr Kleber was getrunken? Nur Wasser. Während des Auto. Soll ich bei Ihnen einsteigen? Ja, können Sie machen. Und wie gefällt Ihnen die neue Robot? Ja, die fährt ein bisschen langsam. Ja, das ist das Einzige. Muss mal noch ein bisschen aufgehübscht werden. Ich glaube, die ich vorhin vom PD stehen lassen habe, die war getuned, die fährt auch nicht viel schneller. Die war aufs Maximum getunen. Dann muss der Start mal neue Motoren zulassen. Ich hoffe mal dann, ist das noch da. Ja, sie ist noch Trolli, da. Halt durch. Hilfe! Hilfe! Wir brauchen einen Medic! Ist hier ein Medic? Pass auf, ich leg dich hier ab. Halt durch, Junge. Halt durch. Gib jetzt da nicht auf. Medic? Ist ja ein Medic? Hier ist kein Medic. Oh.
kaputten Office haben, MD, also sollten Sie mal schnell herkommen. Der hat, glaube ich, nicht mehr lange, das ist wirklich schon sehr kritisch. Hier geht's um Sekunden. Ich weiß auch nicht, ob wir am Hafen sind. Was denn eine Leuchtpistole? Ja, schick mir mal einen Standort. Ja, King einsammeln. Warte, ich komm hier ein, warte, du fährst. Okay. Wo ist der Scheibenwagen? Warum haben sie denn ein Auto geklaut? Naja, ich war da unten. Kann mal jemand Platz machen? Wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Ich komme hier nicht rein. Doch jetzt. Ja, zum Dings, oder was? Ja, ja. Und Anstand nicht vergessen. Ja, ich muss mal kurz gucken, sie hat mir den Standort geschickt. Herr Schmidt, was ist denn jetzt dem Sexus vor Douglas? Das ist doch die Schwarzgeldwäsche. Solange der Trolli mir jetzt nicht aus der Hand geht. Ich hoffe. Nicht. Ich will es auch nicht hoffen. Wir haben sie nicht mehr in der Hand. Ja, ich halte ihn noch fest. Keine Sorge. Ich hab ihn. Im Tail, was bist du? Das Auto muss, glaube ich, gleich mal in die Werkstatt. Ja. Aber für den Leben ist das das wert. Richtig. Polly nicht wegsterben. Damals. Verleihstelle für alle verfügbaren Einheiten. Wir haben einen respektiven Sohn, die aus dem Knast entflohen und wer das wurde? Irgendwo unterwegs am Weglaufen. Handelt sich hierbei um den Herrn Bonnie Lobster und er ja, hat sich eingesehen, die Haftanheit einzutreten und das Geld zu bezahlen. Wie ist er denn gekommen? Sie meint, sie hat doch irgendwie Kopfschmerzen gehabt, dass sie nicht aufgeschlagen Er ist einfach rausportiert, weil nicht aufgepasst wurde, während ich gerade die Abteilung rausgestellt habe. Beeilen Sie sich! Beeilen Sie sich, geht um Sekunden. Kann ich noch nicht genau sagen. Trolli, halt jetzt durch, ich sag's dir. Eieiei. So, was ist jetzt mit dem Lobster passiert? Ja doch, ich hab was. Halt durch. Alles gut, hab ich wiedergefunden. Die bei mir. Nee, weiß ich nicht, wo der Herr Staller ist. Da hat das Chef hier nicht so richtig gehört, ne? Ja, reagiert dann irgendwelche Antworten. Neues? Ja, bitte. Geben Sie mal ganz bitte Neues. Eje. Warum stehen Sie auf mir? Weil Sie unter mir gerutscht sind. Sind Sie? Was ist die Frage ist doch, warum sind Sie unter meine Beine? Sie haben den Trolli wieder. Würden Sie mich gleich zum SG fahren? Weil... Ja, aber so, der ist nicht mehr da. Nee, weil da ist jemand umgekippt. Wie, der ist jemand umgekippt? Da habe ich ein Dispatch. Ja. Ganz kurz, was ist mit dem Autodiebstahl jetzt eigentlich? Der sitzt hier hinten drin, ne? Achso. Achso, den kennen Sie. Achso, warte, was? Den kennen Sie. Dankeschön. Sehr gern geschehen. Nicht in den Berg einrasseln. Sag es nie. Er hat nur sein Blaulicht angemacht, vielleicht muss er vorbei. Ja, richtig. Machen wir ein bisschen Platz. Ansonsten, was hier kommt, jetzt hier nie. Aber nee, es ist noch ein Stehe. Er redet nicht mit mir. Ja, dann haben wir Pech. Bitte aussteigen. Guten Tag. Verkehrskontrolle. Was ein Zufall hier. Was so? Ne? Bisschen Sperrlinie, dies, das. Oh mein Gott, ist ein bisschen rutschig heute. Ja, ein bisschen sehr rutschig. Bisschen schnell auch unterwegs gewesen bei der Tanke, ne? Wieso ein bisschen liegt schnell? Liegt doch bei ihr Einfahrt. Ah.
Ich war lieb dabei durch, auch ein bisschen, ne? Ah. Nein, das war ganz vorschriftsmäßig. Ja, wie viel ist denn vorschriftsmäßig? Ja, das müssen Sie doch wissen. Alles, was der Karren hergibt. Ja. Richtig, und das ist nicht viel, glauben Sie es mir. Und was mit der Gegenbahn? Oder? Mit der was? Mit der Gegenbahn? Auf der falschen Straßenseite, ne? Also ja, ein bisschen vom Kurs abgekommen. Ein bisschen vom Kurs. Ja, Sie sind aber auch ganz schön hin und her geeiert, das muss man mal sagen, ne? Ja, wir haben Sie ja beobachtet, das war ja der Plan. Ja, aber Sie müssen ja trotzdem auf die Straße achten. Von mir? Ich war auf der richtigen Straßenseite, das sah ich schon, ne? Mhm, das sah bei mir aber anders aus. Ne, das sah dann bei Ihnen anders aus. Dann brauchen Sie aber eine Brille hier, ne? Dann nicht mal rechts ranfahren beim Blaulicht, der ist durch die Nacht der Durchsage, ne? Vielleicht wollten Sie vorbei. Ja, genau, das müssen Sie schon. Sie trotzdem nicht rechts. Signal ist. Natürlich. Deswegen über die Sperrlinie, wie Sie es so vorgeworfen haben. Aber Sperrlinie, ne? Ich helfe da in der Mitte. Oh mein Gott, die ist gestrichelt. Ja, ich sehe noch immer eine Sperrlinie. Nein, da, die ist gestrichelt. Ja, da sind Sie ja die ganze Zeit drüber gefahren, ne? Ja, ich bin da nicht drüber gefahren. Ja, Ihr Kollege. Das ist nicht mein Kollege. Achso, was ist dann Ihr Bruder, Ihr Freund, Ihr Vater, Ihr Onkel? Mein Stiefsohn. Achso. Herr Kollege, nimm mal seinen Ausweis und Führerschein. Da gleich die Datenbank hier überprüfen. Was wollen Sie denn? Beides, Führerschein und Ausweis bitte. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich das mit habe. Das wäre kritisch, wenn nicht. Ist das Ihr Fahrzeug? Ausweis passt. Okay. Der Führerschein und alles? Passt. Vom besten Fahrzeug ist das jetzt hier? Meins. Achso, okay. Können Sie auch gerne kontrollieren. Nee, nee. Okay. Also ich glaube. Kollege, du bist über mir, du entscheidest hier. Ja, so weit ist ja eigentlich fertig. Führerschein und Ausweis hat gepasst. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Weiterfahrt. Ja, das bleibt bei einer Verwarnung, aber ich wüsste nochmal, dabei gibt es ein Bußgeld, ne? Ja, heute sind wir freundlich dran. Heute seid ihr freundlich? Ja. Was ist denn morgen? Ja. Ist morgen ein schlechter Tag? Na, mal schauen, was morgen alles da gibt. Nee, Kuppenklick ist ja gerade bei der Tag 2,5 Stunden alt, ne? Tschüss! Ja, deswegen sag ich ja, heute ist ein guter Tag. Tschüss! Heute ist ein guter Tag, heute können wir noch Mist bauen. Und wie fanden Sie die Verkehrskontrolle? Ein bisschen mau tatsächlich. Ja, das ist... Da muss noch ein bisschen mehr Pfeffer dahinter. Hat er das nicht gecheckt auf einem Ausweis oder was? Denke ich mal schon. Wollten bestimmt bloß das ordentlich abspielen. Die denken sich, oh, jetzt müssen wir aber ordentlich loslegen, ja. Jetzt ist die Markierung mal weg, machen die irritiert. Nee, kann ich nicht wegmachen, das ist deine. Dann ist es halt so. Bin ich ja schon dran vorbei? Nee, das kommt jetzt. Da vorne ist es. Noch ein Stück weiter? Da, wo die weiße Mauer ist. Hier ist es.